Was geht ab, meine Z-Fighter-Hoster hier, und willkommen zurück. Und jetzt schauen wir mal, wie geht es denn weiter? Denn ich glaube, wir nähern uns langsam, aber sicher dem Ende der Story hinzu. Soll aber nichts Schlechtes heißen, weil es gibt in Dragon Ball Legends. Legends sage ich schon. Zu viel Legends wieder ein bisschen gezockt. In Dragon Ball Heroes auf jeden Fall noch viele andere Modi, die wir spielen können, neben Geschichten und so und so fort. Aber vorerst jetzt, wo wir sind. So viel Kraft habe ich noch nie erlebt. Wir werden alles verlieren. Vielleicht habe ich meine eigene Kraft unterschätzt. Bitte. Du bist nichts im Vergleich zu mir. Okay, mach's gut. Ciao. War schön. Ja, Freunde, so viel zu Dragon Ball Heroes. War wirklich ein schönes Ende. Bitte. Glaubst du, wir geben kampflos auf? Oh mein Gott. Das könnte tatsächlich das Beste sein. Er hat uns auf jeden Fall im Griff. Ey, mach mal langsam. Ist mir egal, was ein Monster ist. Wir müssen ihn besiegen. Er ist zu lange davon gekommen. Ja, Son Goku, sieh das. Ist bestimmt auf dem Weg zum Zeitnest. Ah, okay. Um die Schriftrolle der Ewigkeit zu verbrennen. Oh. Da schenken wir keine Zeit, würde ich auch sagen. Okay, gehen wir. Du musst einfach hin und das in einem Faustkampf entscheiden, wie das aussieht. Jotaro-like, fertig. Ja, nee, gucken wir mal, was jetzt abgeht, auf jeden Fall. Und zwar, genau, Teil 3. Sri, ein Streben, das aufgehalten werden muss. Alamau! Ja. Alamau, genau das wollen wir jetzt sehen. Sieh das, du nimmst deine Key und dein Job werden, genau, er ist wieder entwischt und bla bla, hat irgendeinen Plan im Schild. Genau, so viel dazu, Kinder. Wir müssen ihm folgen zum Zeitnest, denn, ja, eventuell will er die Schriftrolle verbrennen. Deswegen müssen wir zum Final Showdown. Okay, nette Musik. Oh mein Gott. Ja, vielleicht kennen das einige, wo wir gerade sind. Er rennt mich gerade tot. Oh mein Gott, wie lange geht denn das? 10 Kämpfe. Er rennt mich gerade total an Xenoverse. Geil. Geile Flashbacks. Okay, was geht hier ab? Na, easy. Die zerstören wir. Let's go. Jetzt müssen wir wahrscheinlich gegen ein paar. So haben wir bestimmt so ein paar Nebenkämpfe und dann bewegen uns aber langsam aber sicher gegen ja, Silas und dem letzten Kampf hinzu. Denke ich, hoffe ich. Könnte aber auch sein, dass ich mich irre und es geht dann auch tatsächlich noch weiter. Also mit dem nächsten Teil. Wenn nicht, ja, dann halt nicht. Idee. Also, wo ist der? Und der haut weiterhin ab, da drüben, ich sehe ihn. Er ist legit 2 Meter von uns entfernt und dann stellt sich jemand auf einmal aus dem Nichts dazwischen, oder wie? Und wir können nicht drum. Dreh mich einfach runter, du Kleine, du kommst ja von ohne mich zu besiegen. Guck mal, er hört überhaupt nicht zu. Alter, geh doch einfach hin, sag mal, du beherrschst die momentane Teleportation. Hey, komm mal ran. Lol, ja. Oh. Lol. Das ist eine Klone, ja. Ja, Vegeta freut sich, dass er mal ein bisschen, dass er mal endlich Freezer besiegen darf, egal wo. Ja, jetzt ist Vegeta. Zeig, was du drauf hast. Achso, ich habe immer noch das Team von letztem Mal. Nicht schlimm, schätze ich, hoffe ich. Aber wir kämpfen mit 2 Gegner. Wer hat die anderen Charaktere überhaupt? Viel Heldenenergie. Warte mal. Gib mir 2 Heldenenergie, dann bekomme ich 2. Durch. Also durch mein Modul. 2 von King Vegeta, weil ich gegen 2 kämpfe. Das sind dann 4, aber Goku braucht glaube ich 6 für eine Super Attack. Aber ich glaube, ich habe doch auf. Meinem Vegeta ein Zubehör, welches mir 2 Heldenenergie gibt, wenn er den Aufladungseinschlag gewinnt. Jetzt die Sache greift Vegeta vor Goku an. Genau, jetzt schon mal. Warte mal. Ich habe jetzt schon 4. Kriege ich noch von? Hat Ui. Au. Warte mal. Okay, guck mal einfach mal, bevor ich irgendwas laber. Aber. King Vegeta. Wir haben jetzt schon vorneweg 4 Heldenenergie gehabt. Heißt, ich habe jetzt schon 6 oder wie? Oder war das auch King Vegeta gerade eben? Ja, ihr merkt schon. Da ist wieder böse im Busch. Vegeta greift zuerst, okay, gut. Tatsächlich, guck mal, ich habe jetzt schon 6. Okay, freut mich, ich bin dabei. Oh mein Gott. Wie langsam. Hätte ich das verkackt.
Jeder, wirklich jeder dürfte mich ruhig auslachen. Ihr könnt es euch, ihr könntet es euren Familien zeigen. Jedem auf eurem Nachbarn sagen. Schaut euch mal diesen Depp an. Schafft es nicht bei so einem langsamen Aufladungseinschlag, oder bei so einem Aufladungstempo einen Einschlag zu gewinnen. Oh mein Gott, was ist hier los? Das ist sogar selbst für meinen Sharingan zu langsam. Da habe ich Angst, da habe ich legit jetzt Angst, dass ich da immer verliere. Ich glaube, ich mache einfach immer Tempo ganz hoch. Dass dann niemand sagen kann, okay, der hat's vermasselt, der hat's, also, dass dann niemand sagen kann oder mich niemand aussagen kann, weil dann ist ja, okay, der hat's halt verkackt, weil es zu schnell war. Keiner weiß, oh mein Gott, jetzt überlegt man. Aber wobei, ist es bei den 6 geblieben? Ich habe wahrscheinlich, wie geht das super mit irgendeinem, ich weiß nicht! Ich habe legit die Übersicht verloren. So viele Karten, die ich getestet habe letztens. Aber nicht schlimm, nicht schlimm. Okay, jetzt gucken wir mal, wie das Ganze verlaufen wird. Und was heißt verlaufen? Ja, die haben... Ja, die sind echt, die sind viel stärker. Okay, also gut, weiter geht's. Ja, okay, wo sind die stark, Freunde? Jetzt haltet mal den Ball vor. Okay, wir wollen immer noch zum richtigen Kampf gegen sie lassen. Das ist gerade einfach nur... Das ist einfach nur nichts. Aufwärmen. Aufwärmphase. Let's go. Und? Oh, müssen wir uns wieder teilen, oder wie? Oh nein, ich hasse diese Kämpfe, wo man sich teilen muss, weil es sich einfach zieht. Es zieht sich! Was für ein Fakt, dass er die ganzen Klone erzeugt. Teilen wir uns auf und erlegen wir sie alle. Verdammt, mit wie viel muss ich mich trennen? Oh mein Gott, mit den meisten. Lol. Oh mein. Ja, dann fahren wir von links nach rechts, sag ich sagen, oder? Jagd auf Freeze und Cell 1 abgeschlossen. Was ist das? Jagd auf Silas ist das. Das ist Jagd auf Freeze und Cell 1. Hm. Lol, der Schick. Ah, ich muss beide abschießen im Endeffekt. Ja gut, dann fangen wir erstmal hier an, würde ich sagen. Ja, okay, let's go. Gut, dann schauen wir uns das mal hier an. Und zwar ist es das zweite Deck jetzt von meinem Verbündeten. Gut, dass ich da reingeguckt habe, weil ihr wisst ja, ich habe lange Zeit mit den allerersten Decks der Verbündeten gekämpft. Deck 3 haben sie noch nicht freigeschaltet, aber schauen wir mal. Okay. Ich kann mich aber jetzt überhaupt nicht daran erinnern, ob ich jemals... Ah, ich habe Runde 1 genommen, ich glaube, okay, von gerade eben noch. Ich kann mich um ehrlich zu sein nicht daran erinnern, ob ich jemals mit diesen Karten gekämpft habe oder nicht. Legit keine Ahnung, was mich jetzt erwartet. Ich spiel, ja, ich weiß jetzt echt nicht, was mich jetzt erwartet. Oder wie ich spielen soll, aber ja, hoffentlich schaffen wir es. Voice Drops. So. Weißt du was, ich stelle erstmal am besten nach... Oh, der hat einen Link und zwar... Schaden erhöhen. Okay, dann machen wir das Ganze mal so. Ja, tun wir die zuerst mal raus. Ey, was mit Voice Drops? Ja, tun wir die zuerst mal raus? Keiner weiß, oh mein Gott, ich höre gerade. Wenn es da Helden gibt, ob die irgendwas bringen, keiner weiß. Egal, annehmen. Oh, es greift zuerst an. Lassen Sie das. Mehrmals angreifen. Oh mein Gott. Oh, der hat auch einen super Angriff sofort. Oh oh. Ja gut, mein Eye-Tempo ist auch erhöht. Ja, ist doch schneller als vorhin, also kann man nicht sagen, oder? Oh. Bin jetzt gespannt bei dem Verbündeten-Deck, wie das verlaufen wird. Oh je, oh je, ich sehe es schon, komm. Ja, der ist sogar schon betäubt. War schön, Piccolo. Demon King Trekolo. Ja, war schön. Hau rein. Zack. Oh, okay, nice. Oh, okay. Krieg jetzt wissen. Let's go. Okay, wow. Oh. Nicht dein Ernst, oder du Penner? Wer kann es hier fusionieren? Ich? Ah, mit Piccolo. Ah, okay, namekianische Fusion. Geil. Her damit, okay, cool. Piccolo! Ah! Ah! Jawohl! Was jetzt? Eigene Kraftschuss, okay. Annehmen! Oh, der hat immer noch sein Ding. Aber den wollen wir erstmal im Kampf sehen jetzt. Wobei Krillin krepiert dann, ne? Der Arme. Soll dann rausschauen. Ah, ne. Let's go, alle rein.
Oh, der Gegner. Oh! Das nehme ich dann, wenn ich kein. Oh! Effekt für dein Team, für gegnerische Team. Warum für gegnerische Team? Ah, jetzt muss irgendwie eskalieren, glaube ich, gell? Oh nee, meine Arme tun jetzt schon weh. Oh mein Gott, aua! Oh Mann, ich hasse es. Was ist jetzt passiert? Mindestens muss er aussaugen, okay, nicht schlecht. Oh! Ja, Aref. Hat Spaß gemacht. Hat so Spaß gemacht, ich sag's euch, Freunde. Mit so einem Eye-Tempo macht grad richtig Spaß. So geil. So geil, dieses Spiel. 10 out of 10. This game is so geil. Oh, mein Herz. Citroen-Modus. Danke. Vergessen Sie das. Und wie viel Schaden macht ihr zwei? Oh, du kriegst es denn, du. Oh mein Gott. Jawohl, das will ich sehen. Einsatz. Sehr schön. Oh. Oh, ist ja so wichtig, wenn man. Oh! I don't wanna do this anymore! Genau das brauche ich. Und jetzt drei selbe Typen. Rein damit bitte. Und wir nehmen. Lotzlack! GG, raus mit dir, Junge. Hat Spaß gemacht. Ist vorbei, dein Leben. Zack! Ey, ich hoffe, das macht viel Schaden, ey. Lol, okay, let's go. Machen Sie Schaden, bitte. Ich flehe Sie an. Eskalation? Komm schon, bitte, macht Schaden. GG. Wenn nirgends das umhaut. Wie oft greift er an? Dreimal. Easy, Junge, du hast gar nicht an. Gar nicht greifst du an. Verstehst du? Now. Heute nicht. Heute ich geschlossen für dich. Zweimal, okay. Ja. Oh, Lord Slug. Aber, Moment. Mach mal Platz hier, dummen Ninjen. Ah, Goku ist Anführer, nicht Lord Slug, Lord. Perfekter Koop-Effekt-Boost. Ah, das Problem ist, ich will keine Heldenenergie verbrauchen, möchte ich sagen. Ich brauche meine Superangriffe. Kommt die alle mal raus? Aus der Welt, ne? Oh, und Krillin ist auch am Ass. Verdammt. Greift zuerst an, ne? Oh, okay. Nein, nee. Shit. So viel Schaden machen. Boah. Knapp. Greift aber nochmal an? Weh. Okay, auf den fetzt sich Wimmer. Oh mein Gott, jetzt muss halt auch mal Aufwärmungseinschlag gewinnen, ne? Ja, schau mal. Komm schon. Jari, da sie. Komm ran, Junge! So, you're approaching me? Kono Dio da! Raus mit dir, Junge. Oh mein Gott. Du hast ein bisschen gezogen, aber es ist normal mit so verbündeten Decks. Gott sei Dank haben wir gewonnen im Endeffekt. Sehr gut.
Nice, sehr schön, okay, gut. Gut, das war aber erstmal nur der erste Kampf. Wir müssen noch einen Kampf mit Boo spielen und mit meinem eigenen Deck. Ich würde sagen, wir machen hier jetzt mal mit meinem eigenen Deck. Nicht, dass es ein bisschen langweilig wird vielleicht. Ne, ist auch sicherlich auch gleich, glaube ich, mal, gleich geil, auch einfach andere Decks zu sehen oder andere Karten. Das hat ja auch Spaß gemacht im Endeffekt, aber es sieht sich halt ein bisschen. Und deswegen würde ich sagen, machen wir für diesen Part noch auf jeden Fall meinen Kampf. Und dann gehen wir mal rüber und fangen wir nichts. Achso, warte mal. Ich muss diesen Kampf gar nicht machen im Endeffekt, dann wenn ich eins frei habe. Weil ich kann ja direkt da hoch. Lol. Hä? Oder muss ich früher oder später das auf jeden Fall machen? Jagd auf Fred und Stern 1 abgeschlossen. Das ist das hier. Aber ich kann. Oh oh. Ist das? Wir machen einfach mal. Vollständigkeitshalber. Gehe ich einfach mal hier rein jetzt. Okay, jetzt gucken wir uns das Ganze mal hier an. Und gegen den Kämpfer. Ah, ist ja ein Freezer wieder. Ja, okay, okay, okay. Alles gut. Ja, schauen wir mal, was jetzt abgehen wird. Okay. Kampfmodul Show Sorino. Zack, yes. Die Heldenenergie wollen wir auf jeden Fall annehmen. Wir wollen die Super Attack sehen. Relativ am Anfang. Kurz und knackig. Zügig den Kampf beenden. GG. Sofern das natürlich klappt. So, du bekommst einen super Angriff und du holst erstmal. Disney Place. Okay. Yori, Yori, Dosi. Was, bitte? Ja, ciao. JoJo's Bizarre Adventure. Anschauen. Falls ihr ein Anime anschauen wollt. Kann ich empfehlen. Flug des Dämonengottes. Oh ja. Jetzt ist's. Bam. Alter, wie langsam. Oh mein Gott, ich heule gerade. Ich habe so Angst, dass ich trotzdem verkacke. Ich habe so Angst. Das ist mir unangenehmer, wenn es schnell ist. Oh mein Gott, was ist hier los? Oh mein Gott. Okay. Keiner weiß. Wie brutal. Ey, das Game. Oh, miau. So, Karot, los. Schatz, Erhöhung hat aufgehoben. Ich hab's gelesen. Okay, okay. Heißt vielleicht. Überlebt der Runde 1, Sir Freezer, oder überleben sie es? Zack! Ja, also. What did you do? Trotzdem guter Schaden auf jeden Fall. Aber wir haben noch einen Angriff. Okay. Das meine ich dann. Oh mein Gott. Okay, ist am Endeffekt perfekt, aber. Keiner weiß! Oh mein Gott, wie das keiner weiß, ich weiß. Oh mein Gott, okay, okay, alles gut. Oh Mann. Trunks hat eine ultimative Einheit, brauchen wir nicht. Hör auf. Erstes. Boah, wie wenig Ding ich hab. Okay, egal, alle raus, komm. Ich brauche jetzt noch einen Boost, ob der los. Okay, jetzt. Keiner weiß, wie witzig und ich mach's, ich heul. Du.
Ah, ja, ja, jetzt komm, komm mit sie. Danke. Jeder. Burst of Flash! Ja, jetzt komm, machen sie. Ah, Brune sagt, sie ist das Zubehör. Das meinte ich. Okay, okay. Ja, vielleicht sollte man bei dem sein Zubehör wechseln, oder? Schauen wir mal. Ich habe immer vom letzten Part noch nichts geändert, sag ich mal. Funktioniert alles jetzt, deswegen passt. Gut, aber so viel auch dann zu diesem Kampf. Interessant. Nett. Und ciao. War schön. Ja gut, Freunde, so viel dann aber auch zu diesem Part, würde ich sagen. Und vom nächsten schauen wir dann mal, wie wir da weiter verfahren werden. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dürft ihr ganz auf jeden Fall gerne ein Like geben. Und dann sehen wir uns hoffentlich das nächste Mal. Macht's gut, Freunde. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done, next time you ain't won't be around.